Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich mir euch eine Soundkarte, die ich gebaut habe, die ähnlich dem SID-Chip vom C64 ist. Das ist ein C64, sehr alter Computer, 28 Jahre alt oder so. Und die kann 16 Sounds. Und dann habe ich hier den Arduino Mega, den alten, als Serial Interface, damit ich hier Daten reinsenden kann, damit den Ton erzeugt, weil ich das nicht mit Buttons die ganze Zeit machen möchte. Ich will das mit dem Computer machen. Dann ist hier ein Dezimalzähler. Hier ist ein Binary to Decimal Converter. Das ist ein Flipflop, damit kann ich den da enablen. Das ist mein Main Clock. Das ist so ein Hintergrund Clock. Und mit dem Dezimaldecoder schalte ich hier die Transistoren. Da sind Transistoren und die schalten dann diese Transistoren und dann wird hier ein Pin vom Dezimalzähler an den Reset-Input gelegt und wenn er bei dieser Zahl halt ankommt, wird resettet und ein Puls auf den Lautsprecher gesendet. Als Lautsprecher kann man theoretisch jeden nehmen, da kann man Handy, Kopfhörer oder einen richtigen Lautsprecher halt dran machen. Dann habe ich hier halt noch Schutzwiderstände und Pullwiderstände und einen Kondensator zur Pufferung, weil das viel Strom verbraucht, wenn ich den Lautsprecher halt mit Strom versorge, weil ich das über hier einen Verstärker-Transistor noch mache. Das sind alles NPN-Transistoren, 547. Ich habe hier eine ganze Chipsammlung, Dataflipflops. Ich muss mir aber noch mehr kaufen, weil ich will meine CPU hier halt nachbauen. Das ist hier eine 4-Bit-Alu schon. Die habe ich in den Weihnachtsferien gebaut. Das ist ein Vorgänger von meiner Alu in meiner Logisim CPU. Die Logisim CPU will ich aber komplett nachbauen und deshalb kann ich mir hier nicht so was Großes hier bauen, weil die Platten hier, die kosten richtig Geld und die Chips werde ich mir dann halt noch alles kaufen. Und ich brauche einen RAM-Chip, weil ich will nicht hier diesen Mikrocontroller als RAM verwenden. Weil das ist erstens umständlich, zweitens, ich müsste ein Programm schreiben und drittens, das ist Cheating. Also, da kaufe ich mir dann den 6264, wenn ich da noch welche bekomme. Das ist ein Serial 8 Kilobyte. Ja, 8 Kilobyte. Muss ich mir also 8 Chips von kaufen, damit ich 64 Kilobyte habe. Und ich brauche halt Demultiplexer und noch AND Gates, ein Adder, ein paar, dann noch 8-Bit-Register oder 16-Bit-Register, wenn es das gibt. Und ja, dann habe ich hier halt das Programm geschrieben, dass ich meine Dezimalzahl, also den Inputwert, den ich hier per Serial reingebe, dekodiere. Hoffentlich kann man es sehen, wahrscheinlich eh nicht. Und dann wird hier halt der binäre Wert da reingelassen. Das mache ich so mit Binary, also Dezimal zu Binary to Dezimal, weil hier ja eh nachher eine CPU dran kommt. Also, ich habe die jetzt schon mal fertig gebaut und dann habe ich hier halt so ein umständlicheres Programm geschrieben. Dann öffne ich hier mal das Serial-Fenster. Und dann kann ich hier jetzt zum Beispiel eine Schnellversion von Bruder Jakob abspielen. Strom ist drin. Ist ziemlich schnell und auch nur der Anfang, weil die UART-Schnittstelle nicht so viele Chars aufnehmen kann. Also der Speicher vom Input ist begrenzt. Ich will mir auch den neuen Arduino noch dafür kaufen. Den Arduino 2500 irgendwas. Das ist hier der Art Mega 1280. Dann ist hier halt die Schnittstelle. Die kann man jetzt blinken sehen. Das ist halt der Sender. Also wenn der was raussendet, geht die an. Und wenn der was reinsendet, geht die halt an. Und da kannst du halt die Bytes sehen. Das Ding hat hier auch SPI-Schnittstellen. Also das ist ein SPI-Bus. Jetzt kann man hier halt alle Töne per Computer steuern.
Ich habe auch 8 Pausen eingebaut und hier die Halbtöne kann man theoretisch abspielen, wenn die Batterie voller wäre. Weil das durch das Triggern braucht er noch mehr Strom und ja. Da kann man hier so kleine Halbtöne noch machen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine 3,5 oder sowas. Und Pausen gibt es auch. So. Was ist jetzt? Ein D2C. Und ihr gebt mir halt hier die Binary-Werte auch alle zurück. Und ja. Jetzt ist die Batterie komplett leer. Ich tausche die mal ganz kurz aus. Nee, der will nicht mehr. Ja, dann höre ich jetzt auch auf. Oder? Nee, der will wirklich nicht mehr. Naja, dann hoffentlich sehe ich euch im nächsten Video. Schreibt Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt Daumen hoch. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt Daumen runter, aber schreibt bitte eine Begründung, damit ich halt besser werden kann, weil das will ich natürlich. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao.